Hallo liebe Kinder und liebe Jugendliche, liebe Gemeinde. Wer hätte das vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen gedacht? Der Coronavirus legt Deutschland lahm. Als die ersten betroffenen Personen aus Asien zurückkehrten und in Quarantäne gingen, war der Virus schon in Deutschland. Aber noch nicht bei uns, nicht bei mir. Er war weit weg entfernt, jedenfalls für mich. Ja, und auch ich gehörte zu den Menschen, die den ein oder anderen Corona-Witz gemacht haben. Ich erzähle euch einfach mal eben schnell einen Corona-Witz. Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine zum anderen, Mann, was siehst du aber schlecht aus. Ja, stöhnt der andere, ich bin krank und habe Homo sapiens, sagt der andere, kenne ich, habe ich auch schon gehabt. Aber alles wird gut, ich habe mich mit Corona impfen lassen. Na, ist der nicht lustig? Ihr könnt euch jetzt einmal wegschmeißen vor Lachen. Doch jetzt ist er nicht mehr weit weg. Nein, er ist direkt vor uns und wir können ihn nicht sehen. Wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere ja schon sich infiziert und weiß es nicht einmal. Aber ich will euch und Ihnen mit dieser Andacht keine Angst schüren, sondern ich will auch mal was Positives aus der Katastrophe ziehen. Denn den Kopf in den Sand stecken, das ist schnell getan. Ich will mich nicht der Angst ergeben, nein, ich will weiterleben. Das soll aber nicht heißen, dass ich mich jetzt gegen die uns empfohlenen Verhaltensregeln stelle und jetzt erst recht nach draußen ins Café gehe, die sowieso geschlossen haben, oder vielleicht sogar womöglich Corona-Partys hier zu Hause schmeiße. Nein, ich betrachte es einmal aus einer etwas anderen Perspektive. Wie viele andere von uns leide auch ich unter Stress und Hetze von Termin zu Termin und von Kirchengemeinde zu Kirchengemeinde. In den letzten Monaten waren es sogar 3 Gemeinden, in denen ich meinen Dienst verrichte. Und nicht selten komme ich erschöpft nach Hause. Und dann ist noch nicht Feierabend. Denn dann gibt es ja auch noch familiäre Verpflichtungen und der Haushalt muss auch erledigt werden. Denn mein Heinzelmännchen, ja eigentlich ist es ja eine Frau und kein Heinzelmännchen, die kommt nur einmal die Woche zum Saubermachen. Und diese wichtige Person in unserem Haushalt hat jetzt auch noch Corona frei. Nun nutze ich die Zeit, um durchzuatmen, um zur Ruhe zu kommen, um Sachen zu erledigen, die sich schon seit Monaten aufgestaut haben. Nein, ich kann mich nicht über Langeweile beschweren. Und mein Kind, ja, mein Kind hat sich eigentlich auch schon auf die Corona-Ferien gefreut und dachte, sie könne nun lange ausschlafen und sich mit Freundinnen und Freunden treffen. Doch leider hat sie nicht damit gerechnet, dass wir Eltern ja auch Corona-frei haben. Und nun auch noch dafür sorgen, dass unser Kind endlich einmal stressfrei für ihre Abschlussprüfung lernen kann. Nach anfänglichem Murren hat sich dann auch nun bei ihr ein gechilltes Lernen eingestellt. Und nach dem Homeschooling haben wir gemeinsam Zeit, miteinander zu reden, spielen, backen, kochen und viele andere Dinge. Die Liste, die lässt sich beliebig verlängern. Und wenn wir genug voneinander haben, da wir ja plötzlich sehr viel und sehr engen Kontakt zueinander haben, natürlich mit dem uns vorgegebenen Sicherheitsabstand, geht jeder von uns in seinen eigenen Bereich. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, auch wenn plötzlich der Alltag anders wird, als wir es gewohnt sind und wir uns nicht mehr so bewegen können, wie wir es möchten, möchte ich euch auch die positiven Seiten nennen. Und vielleicht denkt ihr in der Zeit, die ihr nun zu Hause verbringt, an diejenigen, die sonst in eurem Schulleben zu kurz kommen. Schreibt doch mal den Menschen, die ihr gern habt, einen Brief, anstatt dass ihr eine WhatsApp oder eine SMS schreibt. Oder ihr nehmt euer Telefon zur Abwechslung mal dazu, wofür es früher einmal gedacht war, zum Telefonieren. Vielleicht seid ihr aber auch kreativ und malt Bilder oder schreibt Geschichten. Wer große Langeweile hat und sich gerne als Innenarchitekt probieren möchte und die Eltern vielleicht nett fragt, der kann
Ja, vielleicht auch mal sein Zimmer anders gestalten. Bestimmt gibt es viele Möglichkeiten, etwas gegen den sogenannten Corona-Blues zu tun. Ich wünsche euch bei allem, was ihr macht, viel Erfolg. Liebe Gemeinde, wie oft kommt so etwas vor, dass Familien wieder enger zusammenrücken? Viele sind ganzjährig durchgeplant. Oft gibt man sich die Klinke in die Hand. Die Welt dreht sich doch sehr schnell und wir bewegen uns mit ihr. Und nun werden wir dazu angehalten, alles langsamer und in Ruhe und vielerorts von zu Hause zu erledigen. Ich selber gehöre zu den Glücklichen, die viel von zu Hause erledigen können. Dieses Glück haben nicht alle, das weiß ich. Es gibt auch viele Familien oder Menschen, die nicht nur in Sorge vor der Ansteckung sind, sondern die Sorge haben, wie es beruflich und damit auch finanziell für sie weitergeht. Ich wünsche allen Betroffenen, denen es nicht so gut ergeht wie mir, dass ihnen in der Krise geholfen wird. Dass sie sich nicht alleine gelassen fühlen. Dass sie die nötigen Hilfen bekommen, damit sie positiv und nicht voller Angst in die Zukunft schauen. Was gibt es noch Positives durch Corona zu berichten? Klar, Chinas Luft ist klarer geworden. So klar, dass es aus dem Weltraum zu sehen ist. Und das Wasser in den Kanälen in Venedig ist so klar, dass man auf den Grund sehen kann. Die Natur hat nun auch Zeit zum Durchatmen. Und ich denke, die Natur hat es auch nötig. Denn wir Menschen sind in den letzten Jahren nicht sehr sorgsam mit ihr umgegangen. Nein, ich glaube nicht, dass der Coronavirus eine Plage ist, die von Gott kommt. Aber vielleicht bringt uns das Virus zum Umdenken, wie wir unser zukünftiges Leben gestalten mögen. Jetzt in der Krise zeigen sich viele Menschen sehr solidarisch. Sie gehen für andere Menschen, die in Quarantäne sind oder zur Risikogruppe gehören, einkaufen. Es gibt nette und fürsorgliche Telefonate zu denjenigen, die nicht mehr vor die Tür können. Um 19 Uhr stellen viele Menschen Kerzen als Zeichen der Solidarität in die Fenster und treffen sich zum gemeinsamen Singen auf den Balkonen und Fenstern. Doch es gibt auch eine Zeit nach der Corona-Krise. Wie geht es dann mit uns Menschen weiter? Wie verhalten wir uns dann? Fallen wir wieder zurück in unser altes Muster? Es wäre doch toll, wenn die geliebte Nächstenliebe, die Fürsorge für den Nächsten nach Corona weiter bestehen könnte. Das erbitte ich natürlich auch von den Regierenden unserer Staaten. Dass sie sich solidarisch mit denjenigen zeigen, die es am nötigsten haben und nicht ihre Existenz verlieren. So schließe ich meinen Impuls mit zwei biblischen Sprüchen, die mich gerade durch diese besondere Zeit hindurch begleiten. Der erste ist der bekannte Psalm 23, passend zu den Hamsterkäufen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. Ja, Herr, da vertraue ich drauf. Du versorgst uns mit dem, was wir brauchen, und am Ende des Tunnels hältst du für uns ein Licht in der Hand, damit wir den Weg zu dir finden. Und aus der Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Auch nach Corona wird die Welt noch da sein und sich weiterdrehen. Und so wie jedes Jahr der Frühling alles neu macht, so wird es auch nach der Krise eine neue Zeit geben. Und in diese Zeit gehe ich und ich hoffe auch Sie und Ihr mit Gottes gutem Segen. Alles Gute wünscht Ihnen und Euch, Ihr Euer Diakon Julius Kurschardt.